Hallo und willkommen zurück zu Fallout 4. Und ich muss jetzt hier ein Stück neu machen, also 5 Minuten oder so, weil mir tatsächlich das Spiel eingefroren ist, als ich auf eine Falle geschossen habe. Da hat das Spiel das nicht verkraftet. Ach, wir sind... Ne, sind wir nicht. Gift widerstehen, Schadensresistenz, Medex, müde. Naja, Nuka-Cola bitte. Aha. Zum Teufel. Hast du etwa Angst bekommen? Du wehrst dich. Das wird dir leid tun. Der Weich gesichert. Nachladen. Komm raus, dann bringen wir es. Munitionsverschwendung. Bratzt. Ist die pink? Verdammt! Wer ist der fast am Ziel? Zeig mir den Ab! Der nächste. Der mysteriöse Fremde. Gleich siehst du deine. Da kam gerade eine Granate angeflogen. Kommt noch wer? Ne. Bitte nicht weglaufen. Oder doch? Du bist so gut wie tot. Na kommt. Wir sind hier drüben. Hier drüben. Das scheiß Opfer. Ist mir entwischt. Guter Gedanke. Haben wir alles? Herrgott, wer foltert hier wen? Mach schneller, Opfer! Da kommen wir so nicht ran. Fun! The
Sehr kinderfreundlich gemacht. Was zum Teufel? Ich hab schon schnellere Packramen gesehen als die Soppe. Ja. Okay, weiter geht's. Das können wir nicht looten, doch. Genau, und da habe ich gegengeschossen und dann ist das Spiel eingefroren. Cola Cars Arena. Da haben wir noch ein Äffchen. Äffchen, genau, ein Bärchen. Naja, gut. Wenn das Opfer noch lange braucht, sterben wir vor Langeweile. Cola Cars Arena. Hast du mich schon angeschlossen, Gage? Ja, Boss. Endlich. Schalte jetzt den verdammten Alarm aus. Ja, bin schon dabei. Wo ist denn... Ah, da ist ja mein nächstes Opfer. Sieht mickrig aus. Hier eine kurze Erklärung, wie es läuft. Du rüstest dich aus, machst dich präsentabel und dann bieten wir den Leuten hier eine gute Show. Eine Show, in der ich die Wände mit deinem Hirn verziere. Dank diesem Anzug bin ich der Einzige, der diesen Kampf hier gewinnt. Ende. Wenn du denkst, diese Powerrüstung würde dir was Gutes tun, dann täuschst du dich. Gut, Gage. Lass ihn durch. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass mir das gefallen wird. Mhm. Betritt die Umkleide. Anises Abschiedsbrief. An die Arschlöcher, die mich hier drin gefangen haben. Ich mache bei eurem kleinen Spielchen nicht mehr mit. Ich habe eine dumme Feuerprobe absolviert und es bisher geschafft. Aber das war's. Also keine große Show für euch. Ihr seid wirklich die jämmerlichsten Penner aller Zeiten, wenn ihr euch anguckt, wie ein Typ in aufgeladener Powerrüstung auf jemanden einprügelt, der gar nichts hat. Nein, danke. Ich puste mir selber das Gehirn raus. Das Gemetzel beginnt bald. Gut. Hör verdammt nochmal zu, wenn du da lebend rauskommen willst. Ich habe nur eine Minute. Geh zur Sprechanlage an der Wand. Ich fass mich kurz. Es war eine Ehre, an ihrer Seite zu kämpfen. Machen wir's oder nicht? Verschwende keine Zeit. Welche Sprechanlage denn? Wer spricht da? Ich bin derjenige, der dich da lebend rausholt. Also hör gut zu. Was zur Hölle ist das für ein Ort? Wenn du das Ganze überlebst, erkläre ich dir alles. Du willst, dass ich zuhöre? Dann sag's mir jetzt. Na gut, schön. Die Feuerprobe ist das Lieblingsprojekt vom Overboss. Wir locken möglichst viele Leute an. Wie dieser Harvey und seine arme Familie. Alles Gelaber, um dich herzulocken. Funktioniert dieser kleine Schwindel denn? Ah, du wärst überrascht. Die Herzensguten können nicht ablehnen. Und die gierigen Arschlöcher da draußen können Reichtum nicht widerstehen.
Ein schlechter Lügner. Ich habe seine Masche durchblickt. Ja, aber du hängst trotzdem hier fest. Also hör mir zu. Und warum sollte ich dir vertrauen? Ich denke, das hängt davon ab, wie lieb dir dein Leben ist. Ja? Und was springt für dich dabei raus? Hier geht's nicht nur um meinen Einsatz. Wenn du das schaffst, gewinnen wir beide. Gut, ich höre zu. Braver Junge. Sieh mal, du hast es so weit geschafft und bist talentiert. Aber dieser Kampf hat einen Haken. Kapiert? Overboss Coulter. Seine Powerrüstung ist so konstruiert, dass sie vom Netz der Arena mit Strom versorgt wird. Das verdammte Ding ist unzerstörbar. Es wurde alles versucht. Miniguns, Granaten, kein einziger Kratzer. Verstehst du? Wie kann ich ihn besiegen? Willst du gewinnen? Ich habe eine Waffe in den Spinden versteckt. Hol sie dir. Ein Bleirohr. Eine dumme Waffe nicht. Er meinte diese Minigun, die er hier versteckt hat, in Anführungszeichen. Ah, mit Mündungsbremse, Gehärte und Panzerbrechen. 10 mm Automatikpistole. Nee. Was? Der Strom in der Arena ist 30% niedriger? Oh, wo hast du das? Nicht schlecht. Ich finde da eine gammelige Waffe nicht. Waffe brauchst du trotzdem, aber das sollte helfen. Moment. Doch, finde die Waffe. Das Ding. Verdammt nochmal, ja. Durstlöscher, okay. Eine Spritzpistole. Super. Cool. Ist das eine Wasserpistole? Ja, ich weiß, wie das aussieht. Aber du musst mir einfach vertrauen. Mal ernsthaft, soll das ein Witz sein? Nein, das ist die perfekte Waffe.
Wenn das Wasser auf Coulters elektrisch aufgeladene Powerrüstung trifft, gibt's einen Kurzschluss. Dadurch wird seine Verteidigung deaktiviert. Dir bleibt aber nicht viel Zeit, bevor sie wieder eingeschaltet ist. Wenn du ihn erledigst, hat sich jede Minute dieser Feuerprobe gelohnt. Versprochen. Mit einem guten Wasserhaushalt ist der Kampf schon halb gewonnen, oder? Er hat keine Wahl. Gut, es ist soweit. Ich öffne die Tür. Wir sehen uns auf der anderen Seite. Wenn der mich mal nicht verarschen will. Okay. Jünger, seid ihr bereit für das Gemetzel? Und das Rudel. Bereit für die große Show? Unternehmer, bereit für einen weiteren Kill? Und du, bist du bereit zu sterben? Fangen wir an! Was passiert? Was? So, dann wollen wir ihn mal umpusten. Nächste. Ich weiß nicht, wie du es geschafft hast. Er hat das Ding wieder angemacht. Overboss. Weg ist er. Kronkorken. Nuka-Cola Quantum. Overboss-Passwort. Aha. Power-Torso. Fügt Gegnern in der Nähe Energieschaden zu. Dieser Typ. Bist du dir sicher, Gage? Ich hoffe wirklich, dass du weißt, was du da tust. Hey, wir haben doch darüber geredet. Er hat die Feuerprobe überlebt. Er war clever genug, meinen Rat anzunehmen. Und stark genug, um Coulter zu töten. Einen wie ihn brauchen wir. Wie wär's, wenn ihr eurem neuen Anführer etwas Respekt erweist? Er wird Respekt bekommen, wenn er sich ihn verdient hat. Amen. Na schön, also gut. Verkrümelt euch jetzt. Und ich zeig dem Boss hier alles. Entschuldigung? Was hab ich gesagt? Lief alles wie geschmiert. Wolltest du den Overboss echt tot sehen? Tot? Aus dem Weg geräumt? Wo ist der Unterschied? Wir sind ihn los. Der Plan war erfolgreich. Tod durch Wasserpistole. Wäre doch super, wenn das auf seinem Grabstein steht. Da hast du recht. Ich hätte gern sein Gesicht gesehen, als er den Kurzschluss in der Rüstung hatte. Okay, ich weiß, dass du keine Ahnung hast, was hier abgeht. Und dass gerade alles auf einmal passiert. Aber du musst mir jetzt gut zuhören. Coulter zu erledigen, war keine Entscheidung aus dem Bauch heraus. Ein paar haben das schon länger geplant. Jetzt, wo er weg ist, haben wir eine freie Stelle als Overboss und... Überraschung, du hast den Job bekommen. Ich bitte dich nur, mir bei der Sache zu vertrauen und es zu versuchen.
Das wird es wert sein. Mhm. Erst lockst du mich hierher? Und jetzt soll ich den Laden schmeißen? Sowas in der Art. Ich erklär's dir. Nuka World wird von 3 Raiderbanden beherrscht. Den Jüngern, den Unternehmern und dem Rudel. Und falls du anhand der Namen noch nicht drauf gekommen bist, das sind keine normalen Raider. Diese Idioten können sich untereinander nicht besonders gut leiden. Dank Coulter ist der Laden hier ein einziges Pulverfass, das beim kleinsten Funken hochgeht. Ein falscher Schritt und wir haben hier ein Blutbad. Ich glaube, du hast das Zeug dazu, die Sache gerade zu biegen und die Banden dran zu hindern, sich gegenseitig zu zerfleischen. Wieso ich? Du wärst doch sicher besser geeignet für den Job. Dazu kommen wir später. Wahrscheinlich hast du viele Fragen, aber hier ist nicht der richtige Ort. Wir sehen uns im Overboss, in deinem neuen Quartier. Dem Restaurant oben auf dem Fistop Mountain. Dort können wir reden. Warte, ich mach dir die Tür auf. Da. Mhm. Mehr Schein als Sein. Okay. Hat geschlossen. Begonnen. Ein ambitionierter Plan. Da. Hey, zeigen Sie es mir, Sir. Ich bin... Ja, du kriegst meine tolle Rüstung. Kann ich tragen. Bereit. Okay. Cola Cars Arena Steuerungsterminal. Aha, Betriebsmodus ändern. Greif auch in der Betriebsmodus fehlgeschlagen. Finger weg von der Arena, ihr Idioten. Gage. Sicherheitszusteuerung. Fehlgeschlagen. Manuelle Steuerungen sind deaktiviert. Während die Arena sich im Betriebsmodus automatisch befindet, wählen Sie einen anderen Modus und versuchen Sie es erneut. Da hinten kommen wir her. Na gut. Nuka World. Aha, Parkkarte Prospekt. Mhm. Kann man da drauf irgendwas erkennen? Bisher noch nichts. Ich sehe zumindest nicht dieses Auto-Dingen, wo wir sein sollen. Naja. Wenn wir einmal draußen sind, sollte das wohl dann weiterhelfen können. Souvenirmagnetblume. Das. Naja. Die Unternehmer zu verstehen ist gar nicht schwer. Wir wissen, wie man lebt. Bei den anderen Banden steht eher das Sterben im Vordergrund.
Hey! Wir haben alle mal dran gedacht, Coulter in den Rücken zu schießen. Da bist du uns wohl einfach zuvor gekommen. Ich wollte auch mal versuchen, ob ich die Feuerprobe bestehe. Aber das ist jetzt Zeitverschwendung. Dich kann niemand mehr toppen. Mhm. Interessantes Outfit. Hallo! Wir dürfen den anderen Banden nichts tun. Es ist aber nicht verboten, sie dazu zu bringen, sich was zu tun. Die Brille habe ich auch sonst noch nicht gesehen. So, dann könnten wir hier noch hochgehen. Ich beneide sie nicht. Vaters Nachfolge anzutreten wird nicht leicht. Unternehmerübungspuppe. Er ist ja ordentlich im Randalieren da. Ach, das ist nur zum... Okay, da haben wir noch den PC. Habe ich da eben nicht geguckt. Eigentum der Nuka-Cola Corporation. Nur für Cola-Cars-Fahrer. Nachrichtenindex. Ereignisse der Sicherheitsinspektion. Leute, wir müssen etwas sorgfältiger sein, wenn wir unsere Dienstschlussprozedur durchführen. Goodwin hat bei seiner Überprüfung letzte Woche 3 lose Gurte gefunden. Einer davon war halb rausgerissen. Wir können nicht riskieren, dass das Kind bei voller Fahrt aus seinem Wagen geschleudert wird. Scheiße, fällt immer nach unten, Freunde. Goodwin lässt sie auf mir ab und ich auf euch. Wenn das so weitergeht, muss ich an einem von euch ein Exempel statuieren. Lasst uns gemeinsam dafür sorgen, dass es nicht so weit kommt. Nira. Wenn Sie von Besuchern angesprochen werden, die Fragen zum Park haben, verweisen Sie diese bitte an Nira. Nira ist nicht nur das stolze Maskottchen des Parks, sondern auch eine wichtige Informationsquelle. Außerdem wollen wir, dass möglichst viele Besucher an unseren lustigen und spannenden Suche nach Parkmedaillons teilnehmen. Umfragen haben immer wieder ergeben, dass die Suche zu den Lieblingsaktivitäten unserer Besucher zählt und nicht nur, weil sie so zu unseren besten Attraktionen gelangen, sondern weil sie für das Abschließen dieser Attraktivität belohnt werden. Aktivität. Besucher, die an der Park-Medaillon-Suche teilnehmen, sind meist einige Prozentpunkte zufriedener. Deshalb sollte jeder die Chance haben, das Beste aus seinem Nuka-World-Abenteuer zu machen. JCB. Versteckter Corki-Wettbewerb und ihre Rolle. In den letzten Tagen haben wir einige besorgniserregende Berichte erhalten, die darauf hindeuten, dass Parkangestellte sich nicht an die Regeln von Corkis Schnitzeljagd halten. Sollte dieses Fehlverhalten an mangelnder Klarheit darüber liegen, welches Verhalten richtig und akzeptabel ist, lesen Sie diese Nachricht bitte sorgfältig durch. Parkangestellte dürfen unter keinen Umständen Hinweise, Vorschläge oder jegliche andere Art von Hilfestellung zu Fundorten von versteckten Corkis geben. Sollten wir derartige Fehlverhalten feststellen, ist mit sofortigen Strafmaßnahmen bis hin zur unverzüglichen Kündigung zu rechnen. Sollte ein Gast um Hilfe bitten, ermutigen Sie ihn dazu, nicht aufzugeben. Der Wettbewerb ist von Natur aus eine große Herausforderung und die Belohnung ist einzigartig. Um die Belohnung zu erhalten, müssen unsere Gäste Gründlichkeit und eine hohe Beobachtungsgabe unter Beweis stellen, statt auf die betrügerische Begünstigung durch unsere Parkangestellten zu vertrauen. Vielen Dank für Ihre Mitarbeit in dieser Angelegenheit. Quantum, Quantum, Quantum. Das ist eine aufregende Zeit für uns alle. Nuka-Cola Quantum ist mit einem Geschmack auf den Markt gekommen, der zu den einzigartigsten zählt, die wir je produziert haben. Ganz abgesehen vom auffälligen Erscheinungsbild. Das ist wirklich ein Grund zum Feiern. Ich rufe alle dazu auf, Teil dieses großen Ereignisses zu sein und bei einer jeder sich bietenden Gelegenheit für Nuka-Cola Quantum zu werben. Unsere Besucher sollen wissen, wie unwiderstehlich Nuka-Cola Quantum schmeckt. Sie sollten am besten bei nächster Gelegenheit probieren, wenn nicht sogar sofort. Wir haben einen großen Vorrat, den wir unter die Leute bringen wollen, aber noch wichtiger ist, dass wir einen sehr guten ersten Eindruck hinterlassen und diese Gelegenheit haben wir nur ein einziges Mal und zwar genau jetzt. Alle Mitarbeiter, die sich besonders für Nuka-Cola Quantum einsetzen, erhalten einen Ermessensbonus. Gehen Sie raus und verdienen Sie sich Ihren Bonus.
Ich bin absolut überzeugt, dass dies mit unserer Unterstützung, mit Ihrer Unterstützung, die erfolgreichste Produktionsanführung in der Geschichte der Nuka-Cola Corporation sein wird. JCB. Montag und Dienstag geschlossen. An alle, denken Sie bitte daran, dass wir aufgrund elektrischer Wartungsarbeiten am Montag und Dienstag nächste Woche geschlossen bleiben. Diejenigen von Ihnen, die keine neue Zuweisung erhalten haben, können zu Hause bleiben. Unbezahlt, versteht sich. Es tut mir leid. Ich hoffe, Sie können die freie Zeit wenigstens ein wenig genießen. Wir sehen uns am Mittwoch wieder. Wartungsprotokoll. Eintrag Nummer Blub. Kontaktpolhalterung in Wagen 6 ersetzt. Alle Waren gereinigt, gut groß ersetzt, abgenutzter Kontaktpol ersetzt, Notfallebene gereinigt, Lenkräder ersetzt. Verkabelung von Bedienfalt, der Hauptfeldsteuerung ersetzt, beschädigter vorderer Stoßdämpfer ausgetauscht, Notfallwagen gereinigt, Kinderkörperfunktionen und Fallwagen 2, Motoreneinheit ersetzt, Wagen 3, Gaspedal neu kalibriert, Möglichkeit verringert, Wagen 5, archivierte Einträge und Verwaltung verfügbar. Dienstplan. Nachfolgend findet ihr in den aktuellen Dienstplan, falls ihr freie Tage braucht, die hier noch nicht berücksichtigt sind, gebt bitte Bescheid. Je früher, desto besser. Wenn ihr einer Schicht unentschuldigt fern bleibt, könnt ihr was erleben. Danke, Leute. Bla 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 bla. Okay. Ja, dann können wir hier wohl rausgehen. Aber wieso hat ihr das Ziel da hinten hingezeigt? Wahrscheinlich, weil das auch nur ein Ausgang ist. Naja, okay, dann... Dann werden wir mal da rausgehen. Nuka World! Ordentlich am Laden. Da sind wir. Cola Cars Arena. Da wird auch gekämpft schon. Wir hören uns Geballer. Bist du taub? Muss ich alles nochmal sagen? Hast du etwa gepennt? Ja, hab ich, okay? Das macht man so, wenn man müde ist. Seit ihr hier das Sagen habt, schuften wir rund um die Uhr. Was habt ihr erwartet? Wir erwarten etwas mehr Anerkennung. Wir geben euch zu essen und zu trinken. Wir bieten euch Sicherheit. Ohne uns werdet ihr längst Futter für die Blutwürmer. Du machst entweder deinen Job oder wir werfen deinen faulen Arsch aus dem Park. Aber vielleicht denkst du ja, du wärst da draußen besser dran. Ganz allein und unbewaffnet. Nein, nein, ich gehe wieder an die Arbeit. Schon besser. Manchmal frage ich mich echt, wie high waren die wohl, als sie das hier gebaut haben? Mason hat die letzten Alpha-Tiere teeren und federn lassen. Jetzt sind sie weg. Aber frag lieber nicht, was aus ihnen geworden ist. Keiner von uns ist traurig wegen Coulter. Aber vermassel das nicht. Scheint, als ginge die Arbeit nie zu Ende. Aber ich werd's schaffen. Irgendwie. Hey. Irgendwann wird's besser. Eines Tages. Nuka Kate Marke. Aber wieso ist das hier... Das Cola-Cars vor dem Eingang von dem Ding. Na klar haben wir Knarren, aber Messer sind interessanter. Es macht erst Spaß, wenn man ganz nah dran ist. Okay. Das ist das Ding, wo wir eben durchgelaufen sind.
Also beim letzten Mal. Jünger automatisches Gewehr. Panzerter Jünger Rock. Jünger Kapuze. Rudel automatisches Gewehr. Rudel Hirschhelm. Interessanter neuer Kram. Wo sind denn die alle hingelaufen? Rudel Clownsmaske. Unternehmerbrustteil. Technisches Dokument. Wupp. Wie hieß der Plan jetzt? Parkplan oder so? Parkkarte Prospekt. Okay, da unten haben wir diesen Mount irgendwas. Von uns aus im Nordwesten. Da haben wir einen brennenden Baum. Wie ruhig es auch scheinen mag. Die Verzierungen scheinen aber nicht vom Park zu kommen. Legendärer Jünger. Macht ihr mal.
Okay, das heißt, da können wir nicht mehr weiterlaufen und das... Gucken wir mal. Ja, okay. Nuka-Station. Okay. Da haben wir schon so ein bisschen Gegend. Fangen wir mal vom Süden aus an. Ja, oder wir gehen erstmal und treffen uns mit dem Typen. Nuka Town, Kulakas Arena. Ja, machen wir das zuerst, dann wissen wir zumindest, wo was hier abgeht. Wir können ja auch mal... Na, ne. Ja, ich werde erstmal da mit dem reden. Und dann werden wir das mal am besten von einer Seite aus aufrollen. Okay, also das hier ist eine Mauer, die da drum gezogen ist. Dann wäre es vielleicht sinnvoll, zuerst nochmal da reinzugehen und das vollständig zu erkunden, wo diese Mauer drumherum gezogen ist. Angeblich haben hier Supermutanten angegriffen. Die bauen gerade alles wieder auf. Kinderspiel. Wenn noch was da ist. Wie verlässlich ist deine Quelle? Verlässlich, Shank. Ich erzähl dir keinen Müll. Und ich möchte, dass es auch so bleibt. Hier, das ist für dich. Wenn du noch was erfährst, dann... Shank, du erfährst es als Erster. Mhm. Du bist also der neue Overboss. Ich glaube, wir beide werden in Zukunft viel zu besprechen haben. Colt hat echt ein Chaos hinterlassen, was? Okay, Market ist ein Gebäude. Keine Sorge, Boss. Gage wird dich sicherlich bald zu mir schicken. Bitte, tu mir nicht weh. Hey, ich wollte nur sagen, nichts für ungut, okay? Überrascht, dass ich noch lebe? Hey, ich bin vielleicht überrascht, aber im positiven Sinne. Ich hab dich zwar hergelockt, aber ich hab's auch bereut. Du hast nie erwähnt, dass ich in eine Todesfalle laufe. Das weiß ich und das tut mir leid. Aber wenn einem jemand am Herzen liegt, muss man so etwas einfach tun. Ich habe meine richtige Familie verloren, als Coulter und seine Gangs uns diesen Ort hier nahmen. Jetzt sind diese Händler alles, was mir noch bleibt. Sie sind jetzt meine Familie. Wenn Coulter mich losgeschickt hat, um Leute für die Feuerprobe herzulocken, hatte ich keine Wahl. Hätte ich es nicht getan, hätte er jemanden getötet, der mir was bedeutet. Es tut mir nur leid, dass du da reingeraten bist. Ist dir jemals einer entkommen? Nie, konnte ich mir gar nicht leisten. Früher schickten sie mir noch jemanden mit. Der dachte, er könnte hier draußen fliehen. Sie haben ihn gefunden und zwei unserer Leute vor seinen Augen gefoltert und ermordet. Dann zwangen sie ihn in die Feuerprobe. Danach war mir klar, was ich zu tun habe. Wie gesagt, tut mir leid, dass ich dich da reinziehe. Ist schon okay, Harvey. Ich verstehe das. Schön zu hören, Boss. Hätte nie gedacht, dass mir das mal passiert. Ich dachte, ich bin tot. Naja, ich mach besser mal weiter. Mhm. Informationsterminal. Ah ja, willkommen in Nuka World. Sie befinden sich derzeit in Nuka Town, USA. Bitte treffen Sie eine Auswahl, um weitere Informationen zu erhalten. Geschichte.
Die Idee zur Nuka World wurde an einem Memorial Day-Wochenende geboren, als John Calab Brad Burton hunderte von Amerikanern dabei beobachtete, wie sie auf dem Jahrmarkt eine eiskalte Nuka-Cola genossen. Er dachte sich, jeder Tag sollte so sein wie heute. Und so war die Idee von Nuka World geboren. Der Bau begann im Juli 2049 und obwohl es viele Zweifler gab, öffnete der Park kein Jahr später, am 1. Mai 2050, seine Pforten. Damals bestand Nuka World aus Nuka Town, USA und Kitty Kingdom als Hauptattraktionen. Am Eröffnungstag kamen unglaubliche 40.000 Gäste. Aufgrund des überwältigenden Erfolges begannen umgehend die Planungen einer Erweiterung. Dry Rock Gulch öffnete 2058, gefolgt von Safari Adventure im Jahr 2067. Dank beider Erweiterungen verdoppelten sich die Besucherzahlen jeweils über Nacht. Die Galactic Zone, die letzte und zugleich ambitionierteste Parkerweiterung, feierte 2072 ihre Eröffnung. Kitty Kingdom. Kitty Kingdom war der erste Park von Nuka World. Der für sein zuckersüßes Dessert-Thema bekannte Park sollte sich nach John Calab Bradburtons Wunsch besonders an kleine Kinder richten. Zu den beliebtesten Attraktionen von Kitty Kingdom gehören das Riesenrad, King Cola's Castle, Nuka Racers und das Funhouse. Kitty Kingdom befindet sich nordöstlich von Nuka Town, USA. Die Apfelanlage. Kurz nach der Eröffnung wurde John Calab Bradburton klar, dass er die Freude an der Herstellung von Nuka Cola mit seinen Gästen teilen wollte. Kurzerhand ließ er die örtliche Apfelanlage umbauen und anpassen, um den Gästen ein unterhaltsames und lehrreiches Erlebnis für jedes Alter zu bieten. Aktuell produziert die Anlage Nuka Colas neueste Schöpfung, Nuka Cola Quantum. Die Apfelanlage befindet sich nordöstlich von Nuka Town, USA und nördlich von Kitty Kingdom. Dry Rock Gulch. Dry Rock Gulch war die erste geplante Erweiterung von Nuka World. Der Abschnitt wurde am Wochenende rund um den Memorial Day 2058 eröffnet. Zeitgleich kam auch die neue Nuka Cola Wild auf den Markt. Inspiriert von John Calab Bradburtons großer Faszination für den Wilden Westen und anlässlich der neu vorgestellten Nuka Cola Wild entführt uns Dry Rock Gulch in die Zeit von Cowboys, Pferde und Saloons. In Dry Rock Gulch gibt es Matt Mulligans Minenwagen-Achterbahn und ein Freilufttheater mit kinderfreundlicher Unterhaltung. Ebenfalls beliebt Doc Phosphats Saloon, in dem Dry Rock Gulchs eigens entwickeltes Erfrischungsgetränk der brütenden Hitze den Kampf angesagt hat. Nuka Cola Wild. Dry Rock Gulch liegt nordwestlich von Nuka Town, USA. Safari Adventure. Safari Adventure war das größte Projekt von John Calab Bradburton. Dank wertvoller Hilfe durch zahlreiche Zoologen und Umweltwissenschaftler betrug die Bauzeit insgesamt 7 Jahre. Die Eröffnung fand am Labor Day Wochenende 2067 statt, 9 Jahre nach der Eröffnung von Dry Rock Gulch. Zu den beliebtesten Attraktionen von Safari Adventure gehören Corkys Baumhaus, das Primatenhaus und das Reptilienhaus. Und bitte verzeihen Sie den Staub, denn wir arbeiten bereits an der nächsten Attraktion, der wütende Anaconda-Achterbahn, Eröffnung 2078. Safari Adventure befindet sich nördlich von Nuka Town, USA. Galactic Zone. Als strahlender Höhepunkt von Nuka World sollte John Calab Bradburton seinen Gästen mit der Galactic Zone einen Vorgeschmack auf die Zukunft bieten. Der Abschnitt eröffnete pünktlich zum Start der Saison 2072 und ist bis heute die beliebteste Attraktion von Nuka World. Die Galactic Zone ist das Ergebnis einer einzigartigen Zusammenarbeit zwischen der Nuka Cola Corporation, Vault-Tec und Robco Industries. Nuka Galaxy bietet uns ein unvergessliches Weltraumabenteuer. Vault-Tec im Sternenhimmel bereitet uns auf die Zukunft vor und in der Robco Battle Zone erleben wir die neueste und beste Roboter-Technologie hautnah. Die Sternchen. Die Galactic Zone befindet sich westlich von Nuka. Nicht alle Inhalte für Kinder geeignet. Wir sind also da. Was passiert jetzt, wenn man da durchgeht, oder was? Auf dem Markt ist ziemlich viel los. Die Dinge scheinen gut zu laufen. You are here.
Welcome. Bevor wir da reingehen, gucken wir uns erst noch mal gerade außen um. Willkommen im Nest, Boss. Wir haben uns schon gefragt, wann du vorbeikommst. Hi. Mason hat dich schon erwartet. Wir haben ja sehr interessante Waffen. Wenn du Fesseln trägst, dann nur, weil du darum bittest. Man wird nur Sklave, wenn man Sklave sein will. Natürlich. Was stehen die überhaupt hier? Amphitheater. Mhm. Bist du Schaf oder Wolf? Das Rudel nimmt nur Wölfe auf. Scheint mehr da am Üben zu sein. Aber einen der Händler beim Clown erwischt. Ja? Was hast du mit ihm gemacht? Hab ihn vor dem Tor laufen lassen. Ernsthaft? Ja. Dann gab's ein paar zusätzliche Schießübungen. Verschissene Händler. Ich hab's nicht so mit Unterhaltungen. Wer nicht herausragt, ist keinen Blick wert. Es gibt hier echt schlechte Jobs. Aber den Rudel unter Schlupf zu putzen, ist der schlimmste. Oh, hallo, junger Bursche. Willkommen in Nuka World. Ich bin Nira, Ihre freundliche Nuka World Informationsassistentin. Besuchen Sie Nuka World zum ersten Mal. Eine freundliche Informationsassistentin? Ganz genau. Kommen Sie vorbei, wenn Sie eine Frage zu einer unserer weltberühmten Attraktionen haben. Wenn Sie eine Pause einlegen möchten, kann ich Ihnen eines unserer familienfreundlichen Restaurants oder die Spannung unserer Nuka-Kate empfehlen. Bevor Sie sich auf Ihr großes Nuka-Abenteuer begeben, möchte ich Ihnen noch... Fehler. System-Fehlfunktion. Hast du meine Zeit lang genug vergeudet, du dreckiger kleiner Gauner? Mir wird langweilig und wenn mir langweilig wird, werde ich gewalttätig. Moment. Was hast du gerade gesagt? Oh, was ist los, Drecksack? Mal wieder Camps bis zum Verlust der Muttersprache geschmissen? Oder zu blöd? Du hast mich genau verstanden. System wiederhergestellt. Hoppla, tut mir leid. Meine Aufzeichnungen deuten auf eine unautorisierte Manipulation meiner Persönlichkeitssubroutinen hin. Wenden Sie sich bitte schnellstmöglich an einen Nuka World Wartungstechniker. Ja, sehr schön. Wer hat dich manipuliert? Was ist los? Wer hat dich manipuliert? Könnte ich das doch nur sagen. Die beteiligten Personen passen nicht zu den visuellen Aufzeichnungen bekannter Nuka World Mitarbeiter. Zum Glück haben meine Audiosensoren alles aufgezeichnet und ich habe gemäß den Standardsicherheitsprozeduren ein Holoband eingereicht. Oh, keine Sorge. Trotz dieses unglückseligen Vorfalls funktioniere ich noch mit mehr als 61% meiner normalen Kapazität. Ich wollte Ihnen gerade einen kleinen Tipp geben, damit Sie Ihr spannendes Nuka-World-Abenteuer optimal genießen können. Sammeln Sie Parkmedaillons, während Sie Spaß mit unseren großartigen Attraktionen haben. Für einen kompletten Satz gibt es eine besondere Belohnung. Wenn Sie Fragen zu Nuka-World haben, werde ich sie mit Freude beantworten. Und denken Sie daran, für eine kalte, erfrischende Nuka-Cola ist immer der richtige Zeitpunkt. Okay, Wolle, Medaillen. Restaurants und Freizeitaktivitäten. Wo kann ich mich ausruhen oder was essen? Irgendwelche Tipps? Aber natürlich. Nuka Town USA ist der perfekte Ort, um in entspannter Atmosphäre großartiges Essen zu genießen. Wenn Sie etwas Leckeres für Ihre Kinder suchen, gehen Sie mit der Familie zu Cappy's Café. Lust auf einen romantischen Abend? Genießen Sie Essen und Vorführungen im Parlor. Möchten Sie einen großartigen Ausblick und ein gastronomisches Erlebnis von Weltklasse erleben? Dann besuchen Sie das Restaurant Fistop Grill auf dem Fistop Mountain. Wenn Sie Herausforderungen mögen, kommen Sie in die Nuka Cade oder erleben Sie eine wilde Fahrt in unseren Cola Cars. Was möchten Sie sonst noch wissen?
Da ist eine ganze Menge los. Parkmedaillons. Erzähl mir mehr über diese Parkmedaillons. Ist mir ein Vergnügen. Im Park befinden sich mehrere Automaten, an denen Sie spezielle Parkmedaillons erhalten. Sobald Sie einen kompletten Satz haben, bringen Sie sie mir, um eine besondere Belohnung zu erhalten. Mhm. Wo finde ich diese Automaten? Ich gebe Ihnen einen Tipp. Besuchen Sie unsere beliebtesten Fahrgeschäfte und Attraktionen. Was möchten Sie sonst noch wissen? Erzähl mir über die verschiedenen Bereiche des Parks. Mit Vergnügen. Setzen Sie Kurs auf die Sterne in der Galactic Zone und erleben Sie die faszinierende Reise der Menschheit ins All. Entdecken Sie Starport Nuka und rasen Sie in der Achterbahn Nuka Galaxy ins Abenteuer. Unternehmen Sie eine Zeitreise nach Dry Rock Gulch und wandeln Sie auf den staubigen Straßen einer Westernstadt. Erleben Sie lebendige Geschichte in unseren authentischen Aufführungen von Cowboys und Revolverhelden im Wilden Westen. Werden Sie Zeuge von Naturwundern im Safari-Adventure mit einer faszinierenden Sammlung exotischer Tiere aus aller Welt. Meistern Sie das Heckenlabyrinth und besteigen Sie das gigantische Baumhaus, um den Ausblick auf unsere großartige Tierschau zu genießen. Vergessen Sie nicht Kitty Kingdom, eine magische Welt, die Spaß und Fantasy für die ganze Familie bietet. Ihre Kleinen werden die Fahrt mit dem imposanten Riesenrad legen. Und besuchen Sie auf jeden Fall auch King Cola's Castle. Und zur Feier der weltweiten Markteinführung gibt es in der Welt der Erfrischung jetzt einen Fluss mit Nuka-Cola Quantum. Was möchten Sie sonst noch wissen? Da hat's bei einem den Half zerfetzt. Erzähl mir mehr über... Ist mir ein Vergnügen. Im Park befinden, sobald Sie ein... Das merke ich mir. Hm. Ich halte die Augen nach diesen Automaten auf. Viel Glück. Was möchten Sie sonst noch wissen? Erstmal keine Fragen. In dem Fall, danke für... Fehler. System-Fehlfunktion. Du bist noch da? Scheiße, jetzt verschwinde hier, du elender, dunkschnüffelnder Müllwühler. System wiederhergestellt. Einen schönen Tag noch. Okay. Dann kann ich mir gut vorstellen, dass er uns auch eine nicht ganz so tolle Belohnung gibt, wenn wir dem das den Kram geben. Jetzt hier hin. Dark. Nuka Grape, Spritzkuchen, da sind auch schon eine Menge neuer Gegenstände mit drin. Haben wir jedenfalls eine Möglichkeit zum Schlafen, dann werde ich das auch gerade nutzen. Ich werfe auch gerade irgendwas weg. Oder können auch was essen. Okay. Dann werde ich hier eine Stunde schlafen. Und dann werden wir beim nächsten Mal weiterschauen und zu den Park erkunden. Also, bis denne!